Hallo, 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 hallo. Hier ist wieder die Iris Riedel von Unique bei Iris. Muss noch hier das Licht hinmachen. Ich habe heute ein bisschen Hektik gehabt. Ich wollte eigentlich schon Make-up aufgetragen haben, aber es war zu hektisch. Aber immerhin, den Primer habe ich schon geschafft. Ich zeige euch nämlich heute, mein Angebot ist gekommen. Diese Farben, Metallic, dann ist hier so, sieht man das, so durchsichtiges drauf, wo die Farbe kann man drüber legen, dass man die Farbe weiß. Ist kleiner wie die normale Palette, besser zum Mitnehmen in der Handtasche, würde ich mal sagen. Dann den Augenprimer und ich habe mir noch so einen Pinsel bestellt. Aber wie gesagt, ich habe erst Primer dran und dann so, huch, oh, ich muss schon längst live sein. Also hier bin ich, hier guckt jemand zu. Hallo, Tijana. Muss mein Licht wegmachen, dass ich sehe. So, also Primer habe ich drauf. Jetzt mache ich die Stick Foundation und dann fangen wir an mit dem Augen-Make-up. Finde ich ganz praktisch. Einfach Striche. Und verblende das mit dem Kabuki-Pinsel. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe vorhin irgendwie schon versucht mit dem Spray-Make-up, aber irgendwie habe ich die Primer nicht genug trocknen lassen, dann habe ich alles wieder runterwaschen müssen. Und jetzt bin ich hier. Bereit! So, wackelt hier mein Pinsel. Muss ab und zu noch in den Spiegel schauen. Hier ein Ausschlag? Nein, glaube nicht. So, so, so. So, das war schon die Foundation. Ich gucke immer ein bisschen. Bisschen mache ich die an den Hals, damit man keinen Übergang sieht. Aber eigentlich solltet ihr die Foundation-Farbe am Hals prüfen. Manche sagen hier, das ist totaler Quatsch. Weil diese Farbe ist ja auch viel heller wie am Hals. Seht ihr? Also so Tipps von früher sind manchmal Quatsch. So. Wir machen Augenprimer. Wir werden heute ans... Das ist schon mal der Zettel runtergefallen. Ans Selfish. Das heißt, glaub... Selfish heißt, glaub... Selbstverliebt oder... Nicht selbstverliebt. Ich weiß es nicht. Ich gucke es nach und sage. Dieses, das ist so Silber, auf das warte ich schon lange, dass es mal so einen Silberton gibt. Und das andere heißt Inexpressible. Dieses. Ich bin mal gespannt, wie diese zwei zusammen aussehen. Man könnte auch dieses, aber wie gesagt, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu rot ist der neue Pinsel. Packen wir gleich aus. Also ihr dürft euch ja einen Pinsel dazu aussuchen. Oder einen Kajalstift oder einen Dip and Draw Stift. Und ein Primer ist dabei. Wenn ich das vorstelle, dass ich das nicht vorher ausprobiert habe. Erst mit euch zusammen. Und ich habe vorhin auch mein erstes Instagram Live-Video in der Story. Ich weiß es nicht, ob man das jetzt sehen kann, ob das noch da ist oder Primer. So, während der Primer einwirkt, einzieht, machen wir so lange Rouge. Mal schauen. Spirit ist ein bisschen dunkel.
Wir nehmen Stunning. Lächeln beim Auftrage, aber über 40 nicht. Da vorne so Apfelbäckchen mache, wirkt nicht so gut. So. Augenprimer haben wir drauf. Natürlich biegen wir auch die Wimpern. So. Aufpassen, dass sich nichts verklemmt. Eben mir schon mal das Augenlid eingeklemmt. Das ist nicht schön. So. Wir lassen gerade den Augenprimer einziehen. Ihr merkt, ich versuche Hochdeutsch zu sprechen. So. Ja, meine Haare erwischt. Hektik, wie sieht's bei euch mit dem Wetter aus? Bei uns war auch, also hat's auch heute Nacht geschneit, nachdem am Wochenende gar nichts war. So. Genau. So, Augenprimer hätten wir. Also das ist auch eine spezielle Technologie. Also das sind ja alles Metallicfarbe. Man kann die auch nass benutzen, aber jetzt benutzen wir sie mal ganz normal trocken. Längere Haare wie der. Auch mal wieder vorhin gesehen, Kollegin wäscht gerade ihre Pinsel, muss ich auch mal wieder machen. Geht total leicht auftrage. Bin ich echt richtig gespannt. Kann man, wie es aussieht, auch als Highlighter benutzen. Super, 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 super. Erst habe ich gedacht, da ist so Gold. Also ich liebe Gold schon, aber in viele neue Lidschattenpaletten ist jetzt auch Gelb. Ich traue mich das nicht, obwohl eine Freundin hat gestern ein Video gemacht, habe ich gesehen, mit so einer Curryfarbe und das sah ganz gut aus, aber ich muss es mal probieren. Bin irgendwie nicht so der Gelbtyp und da sind ja zwei so Gelbtöne. Wir werden sehen. Also das sieht wirklich. Schaut euch das mal an. Lässt sich total leicht auftragen. Ruckzuck. Jetzt nehmen wir mal einen anderen Pinsel. Ich hoffe, dass ich wenigstens die Pinsel nicht vergessen habe zu waschen. Nee, der ist gut. Wir nehmen so einen. Jetzt probieren wir mal. Eigentlich wird das vielleicht nicht dunkel genug. Wir probieren es. Ja, es kaum kommt, obwohl doch. Im Spiegel sieht man den Kontrast. Lässt sich richtig, ich bin mal gespannt, wie das mit nass, wenn man es nass aufträgt, kommen scheint die Farbe noch mehr zur Geltung. Machen wir hier so breit. So. Also ich habe auch gesehen bei dieser Freundin, manche verblende es nicht. Lass es so, aber das ist mir. Ich verblende es lieber. Bin da echt erstaunt. Ja, wie wenig man braucht. Mache ich das mal gleich mit der breiten Seite. Seht ihr? Ja, genau. Man muss wirklich nur ganz leicht, also sind
ganz weich, wie so seidig. Echt super. Hier in dem Licht sieht es ein wenig rötlich aus, bei mir nicht. Jetzt bin ich mal gespannt vom Verblenden. Hier noch ein bisschen. Und hier nein, ganz in die. So, jetzt nehmen wir mal den großen Verblendungspinsel, den könnt ihr euch auch, also ihr könnt einen Pinsel dazu. Bin ich echt mal gespannt. Fühlt sich an, wie wenn es ganz einfach geht. Geht auch. Also ich muss sagen, lässt sich irgendwie total easy verblenden. Besser wie als bei den anderen. Die ist auch limitiert, diese Palette. Ist auch ein tolles Valentinstag. Geschenk. Meine Mutter hat an Valentinstag Geburtstag, aber leider nimmt die mit 90 keinen Lidschatten mehr. So. Einfach kreisförmige Bewegung. Ihr wisst, ihr könnt den Druck einstellen, wenn ich ihn da anfasse. Ist es ganz leicht. Je weiter ich vorne fasse, umso mehr Druck. Vorne fasse ich, wenn ich es ganz eilig habe, aber in der Eile schminke ich mich nicht gern. Also dieses Silber kann man, glaube ich, auch als Highlighter sehr gut benutzen. Ja, irgendwie sieht es, wenn ich jetzt so ins Handy gucke, sieht es aus wie rötlich Kupfer, ist aber nicht Kupfer. Ist eher Messingfarbe. Eher mehr ins, ja, Dunkelgold gibt es das. So. Irre, echt irre. Also ich muss wirklich sagen, total schnell aufgetragen, lässt sich super verblenden. Und ich liebe halt auch Silber. Und Unique hat bis jetzt für mich noch kein richtige tolle Silber Lidschatten gehabt. So. Hier ein bisschen daneben geht, kein Problem. Lässt sich total leicht abmachen. So. Hier machen wir noch etwas. Dass dieses Schlupflied-Ding, dass man dieses Schlupflied-Ding nicht mehr so sieht. So. So, seht ihr, jetzt schaut das. Ich meine, ich trage ja sowieso eine Brille. Das sieht immer sehr viel aus, aber wenn ich die Brille aufsetze, sieht man fast nichts mehr. Die Brille oder die Gläser, das schluckt ganz viel vom Make-up. So. So, super. Bisschen verblenden. So. Und diesen machen wir jetzt. Das Silber machen wir jetzt hier oben als Highlighter. Etwas, genau. Obwohl, ist schon dunkler. Weiß nicht, geht mein Licht nicht richtig. Ich weiß, dass ich nicht ins Falsche reinkomme. Alles braun. Ich glaube, dieses. Also glänzt unglaublich, dieses Metallic. Glaube, ist mir fast zu glitzerig für Highlighter. So. Weißer Kajal. Ein Muss. Für mich ums Auge.
optisch zu öffnen. Also optisch, das Auge öffnet sich nicht mehr, aber es sieht einfach durch dieses Weiße größer aus. Schau mal, sieht irgendwie schon geöffneter aus. Und Kajal. Nehmen wir heute mal diesen dunkleren, dunkelbraun. Unterm Wimpernkranz. Also ich glaube, als Highlighter ist mir das zu dunkel. Das mache ich wieder weg. Mein ganz normaler weißer Highlighter oder ja. Ist mir zu glitzerig. Wir nehmen so ein helles. So, zack. Und mit dem Pinsel. Wenn ich einen finde, nee. Einfach irgendeinen Pinsel. Das Cream to Powder. Also ich trage das cremig drauf. Mal einfach da drüber. Und den anderen Highlighter verblenden wir. So, dann verblenden wir jetzt einfach. Keine Panik, ich bleibe nicht so Puderpinsel sauber. Verblenden. So. Ja. Ich hoffe, dass es nicht irgendwann ein Nacktpinsel wird. So, als Wimperntusche habe ich mir gedacht, die 4D, aber nicht die lilane, sondern die schwarze. Kein Primer. Also dieses Zickzack wird für alle Wimperntusche empfohlen, weil das dann das Auge, das Auge, weil das dann die Wimpern trennt. So. Die Bürste ist natürlich groß, müsst ihr vorsichtig sein in der. Mir speziell ist sehr wichtig, dass die Wimpern in den Augenwinkeln auch nicht Farbe abkriegen, aber auch getuscht sind. Weil es dann, wenn das so rund drüber ist, einfach ein besseres Bild gibt. So, mal. So, zickzack, hochdrehen. Damit sich die Y-förmige Fasern mit den Wimpern gleichmäßig verbinden. Also ich glaube, mit dieser Palette lässt sich echt noch viel machen. Ja, aber hier muss man noch etwas verblenden, dass die Übergänge nicht zu hart sind. So. Lippenstift habe ich mir noch nicht ausgesucht, aber knallrot, ich weiß es nicht. Was meint ihr? Montag, rot? Nö, rot ist vielleicht zu viel. Ich habe hier das auch noch gefunden, als Wimpern. Ist eigentlich auch ganz geschickt.
Natürlich nicht ins Auge stecken. Stechen. So. Ich mache da immer drei Lagen. Man kann das aufbauen, wie viel Drama, was man an den Wimpern will. Wie dramatisch soll es aussehen? Ist mein absoluter Liebling. Die 4D liegt aber wirklich an den Schlupflider, weil eine andere Wimperntusche, die twistet, ist auch gut, aber die 4D hat einfach das beste Ergebnis. Hat übrigens auch ein, ups, auch einen Preis gewonnen. Wie die twistet, hat die 4D, glaube vorher auch einen Preis gewonnen. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verschmiert hier, aber kein Problem. So, nehmen wir einfach ein Wattestäbchen. Kriegt er ganz leicht weg, die ist nämlich nicht wasserfest. So, ich mache hier. Wo ist denn der kleine Pinsel? Ups. Mach hier noch mit diesem Silber. So, das soll auch die Augen öffnen. So, jetzt Lippenstift. Ich glaube, man nimmt ganz einfach Easy Street. Nehmen wir ein Lip Liner. Ich mache das so. Seht ihr, mit einem X. Man kann ruhig außerhalb der Lippenlinie sein, um seine Lippe größer zu schummeln. Ja, ich glaube, der passt. So, das war's schon. Sollen wir noch eine, machen wir noch einmal eine Lage Wimperntusche und dann. So, sind wir fertig. Also ich finde dieses Ergebnis unglaublich. Ich werde 56 und ich habe wirklich schon viele Mascaren, Wimperntusche gehabt in meinem Leben, aber die von Unique ist die beste. Sage auch meine Kunde. Kundinnen. So, drehen, drehen, drehen. So. So, jetzt machen wir noch Setting Spray. Augen zu. Damit das Make-up nicht auf der Krage geht. Damit es gut lang hält. So. Sehe aus. So, hier war wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns am Mittwoch. Bis dann. Tschüss.